Ja, also mein Schwager war Gerätewart früher, später. Und der hat mir das mal angeschlopft. Es war noch eine Frau da, hat man müssen, die Stulpe hat man müssen noch flicken. Und die Frau Benzing hat also solche Sachen gemacht und meine Schwiegermutter. Und für das Nähsache sind sie noch zu mir gekommen. Und dann hat es geheißen, du kannst uns mal aushelfen. Und dann ist das geblieben. Und dann bin ich eben die Lumpenflickerin geworden. Vom SRC. Ja, man sagt halt, Lumpen, wenn sie verrissen waren, wenn sie gehandelt haben, dann habe ich schon gesehen, nach dem Spiel. Gell. Hey, heute handeln sie ja nicht mehr so viel. Sie rissen sie dann nicht mehr gerade vom Leib. Ja, aber früher war das ganz, ganz schlimm. Ha, sie waren auch, aber es waren halt doch, sagen wir, lumpiger. Heute sind sie fester. Und je nachdem, wo sie eingekauft haben, sie haben mal ein Jahr so Dreckdinger gekauft, wo jedes, wenn sie es über den Kopf gezogen haben, ist der Ausschnitt auseinandergebracht, gell? Und dann, wenn man schnell hat, müssen noch ein Emblem aufnehmen, selber auch immer das Schlimmste. Auf die Hose hat man das müssen von Hand. Ja, dann sind sie gekommen, 5 Brot, die brauchen wir heute Abend wieder. Morgen früh die nächste, so ist das gegangen im Wechsel. Hm? Ah ja, das in diesen dicken Hosen, das Nähen von Hand, hast du das müssen aufnehmen, weil das gerade ja auf keine Maschine. Und da sind die Nadel schon hinten rein, dass das Blut abgelaufen ist. Gell? Also, meine Freundin hat mir helfen und dann bin ich halbe Nacht angeguckt. Ja, es waren immer die Torwart vor allen Dingen, beide Arme. Matthias ist grundsätzlich immer gekommen, das machst du mir gleich. Ja. Und der Wolfi geht ja da drauf ein, aber der Wannemacher ist einmal in der Schwarte, hat immer gesagt, Heiland sagt dir mit ihren Wünschen, gell? Hm. Er ist immer gleich gekommen, Chefin, machen wir das. Zitterlin hat nämlich wieder die Hände reingetan, was natürlich jetzt nicht mehr ging, oder die lassen sich nicht mehr sagen, gell? Und da ist er auch mal raus. Und hat so Kasperle wollen machen. Und prompt hat er ein Tor gekriegt. Aber es alle Runde war rum und Zitterlin hin nachmarschiert und hat geschrien. Du spielst mit diesem Geld, gell? Merkt er das und bleibe ihm da. Solche Sachen hat es dort natürlich auch gegeben. Und im Wolfi sein Vater ist an für sich ein Jahrgänger von mir, Schulkamerad. Ich habe also den Wolfi schon auch davor kennt, gell? Er ist durch das, weil ja mein Schwager, der Bodenleger Peter, war ja Gerätewart. Und dort hat er angefangen mit 14 eine Lehre machen. Und er hat ihn noch immer mitgenommen, auch wenn sie Stecken geholt haben, sind sie doch immer nach Ding gefahren, nach Fissen sind sie immer gefahren. Und er hat ihn halt alle will mitgenommen. Und das hat noch floriert. Schwenningen ist für mich und es gehört dazu. Für mich gehört das Eishockey dazu. Weil ich glaube, das brauche ich. Und wenn es die ganze Nacht ist, gell, wenn mir das gewöhnt ist, und solange ich es kann, mache ich das.